Leute, seht ihr das? Scheiße, ist das... Oh mein Gott. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, das kann doch nicht sein. Yo, 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 Leute, ich bin jetzt angekommen in Gera im Fischerdorf und Ziel ist es, bei der Fischerakademie in 7 Tagen meinen Führerschein zu machen. Drückt mir die Daumen! Nächste nach rechts. Spiegel blinken. 20-2. Komm. Komm 20-2. Guck nach Verkehrszeichen in der Straße. Bremse lösen, Kupplung raus, Spiegel Schulter. So, keine Verkehrszeichen da, Regel rechts vor links. Abgesenkter Bordstein. Fahr weiter. Das sind Absätze, brauchen wir nicht. Wenn keine Schilder da sind, ist Geschwindigkeit 50. Wir fahren nach rechts, bitte. So, trittste Kupplung, weil Vorfahrt gewähren. Du siehst auch schon, dass du eigentlich ganz schwer einsiehst. Lenkst hier in die Ecke rein und gehst in die 1, bitte. So, eigentlich hast du keine Chance. Denk dran, das hat man... Stopp, stopp! Nicht zurückrollen. Was denkst du, wenn der Henner uns langläuft? Ja. Was hat man gestern in der Theorie, wenn du schwer einsehen kannst? Es ist ein Spiegel da und da ist, kommt nichts. Sicher? Und dann am Fahr. Man kann sich schwer täuschen, ich sag's nur. Wow. Ich würde auch sagen, es ist frei. Ah, jetzt kommt einer. Wo kommt denn einer? Da leuchtet's doch. Ach du Scheiße. Oder ist das ein Flugzeug? Du hast gesagt, wenn man den schon sieht, soll man nicht fahren. Und ich habe den schon gesehen. Ich auch. Gut. Toda biegt ab, komm. Okay. Guck nochmal. Lieber einmal zu lange warten als zu eben. Ah, ba. Naja. Das ist nicht ganz richtig, Sophie. Du darfst auch keine Verkehrsbremse sein. Ja, du musst dann auch zeigen, du durch, dass du wegen zögerlichem Fahren. Ja, das ist es nun mal. So ist es. So, dann musst du blinken. Genau. Mit allem, was dazugehört. Und mach mal deinen Schulterblick, bitte. Und wieder zurück. Und das eigentlich auch mit Schulterblick, ne? Das ist so viel. Charmin. Irgendwann krieg ich noch das alles zusammen. Breche mir das Genick. Wie? Schulterblick. So, die nächste fahren wir rechts auf dem Netto. Mach mal langsam. Da ist Einfahrt Netto. Kupplung, Schrittgeschwindigkeit, erster Gang, Schulterblick und alles läuft drunter und drüber. Man hat ja eine Bremse, ne? Man kann ja langsam machen, dass man mit allen nachkommt. So, wir fahren gerade. Und die Vorfahrtsregelung ist hier rechts vor links. So, Herzchen, wir parken vorwärts auf der linken Seite neben dieses Klo. Kupplung treten. Neben dem? Aber nicht in Gegenverkehr lenken. Na hier, den. Setz mal einen Blinker links. Und lass dir Zeit, bitte. Unterschätzt das nicht. Und guck noch mal nach rechts, weil rechts vor links. Ne, das ist hier hingucken, ne? Und so, dass wir vielleicht gleich optimal stehen. Wobei, wir dürften auch korrigieren. Gut, ist in Ordnung, passt. Wir parken rückwärts nach rechts wieder aus. Ungünstig wäre, was du jetzt gerade machst. Na guck mal, wenn du die Räder jetzt nach rechts drehst, was passiert denn da beim Rückwärtsfahren? Na gut, mach mal. Ich passe auf, dass nichts passiert. Lenk mal so, wie du wolltest. Komm, mach das mal. Oder fahre ich dann noch da? Rückwärtsgang.
Muss natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Ja. Siehst du, und jetzt musst du bremsen, weil du nur nach hinten guckst und die Front fährt gegen das Auto. Da ist man gerade. Okay, gerade. Ihr merkt euch immer, beim Aus- oder Einparken, das Auto hat 4 Ecken. 1, 2, 3, 4. Da guckt ihr ständig hin. Der Prüfer sagt ihm, wir parken rückwärts nach rechts aus. Der betont das auch noch so. Das bedeutet? Also lenkt nicht gleich. Langsam. Guck mal, Herzl, jetzt kannst du lenken. Jetzt passiert nichts. Okay? Nicht die Bremse so gegen die Kupplung drücken. Du lässt deinen Fuß vor der Bremse, ist alles gut, aber nicht sinnlos gegenwirken. Weißt du, was ich immer vergesse? Dass die Kupplung ja eigentlich auch eine Bremse ist. Das heißt, ich muss nur bremsen, wenn es echt fest eng ja, wird. Genau. Und sonst entspannt das Fahren sein. Ja, ne? Heftig. So, das ist das Armaturenbrett, kann man das noch so nennen? Oder sollte man es lieber Armaturenbildschirm nennen? Zieht euch das mal rein. Und auch, also ist natürlich alles feinstes Leder. So, was ich weiß, ist, dass der Wagen halt selbst eine Spur wechseln kann, der bleibt auch automatisch selber in der Spur, der parkt von alleine ein, der macht eigentlich alles was man selber eigentlich machen müsste. Alleine dieses Gefühl hier drin zu sitzen ist unglaublich. Okay, wo geht der jetzt nochmal an? Wo geht der an? Wo ist die Start? Wo ist hier das Startding? Leute, dann gehst du eigentlich auf die Bremse? Bin ich. Und hier kannst du einstellen. D für Drive, N für Neutral, D für Parken. Alles klar. R für Rückwärts. Okay.
Okay, auf. Oh, ganz langsam. Oh mein Gott! Ich fahre, Leute. Alter, hört ihr was? Ich auch nicht. Krasse Scheiße. Innerhalb von 4 Sekunden kann der übrigens auf 100 hoch, ne? Nur mal so. Zieht euch das mal rein, das ist einfach ein Fahrschulauto dann. Ja, und was hast du für ein Fahrschulauto? Ja, ein Tesla. Easy going. Und das Beste, es kostet nicht mehr als eine normale Fahrstunde. Ach, guck mal, wer hinter uns ist. Die Fischer Academy. Ich kenn's grad nicht. Daniel, ne? Daniel. Daniel, wenn du das Video siehst. Das ist so geschmeidig, Leute. Ich geh vom Gas und der bremst alleine ab. Das ist echt heftig. Das ist auch so cool, das steht einfach im Armaturenbrett. So, bevor wir auf die Autobahn fahren, haben wir auch Möglichkeiten, das Fahrzeug abzusenken. Seid ihr bereit? Scheiße! Wiegelt sich jetzt so ein, bei 130 hoch. Ja. Und unter dem Blinkerhebel ist nochmal so ein kleiner Hebel. Den ziehst du zweimal zu dir ran. Eins, zwei. Genau. Jetzt gehst du vom Gas. Jetzt kannst du alles wegnehmen. Wirklich? Nimm alles weg. Oh mein Gott! Er fährt komplett alleine, er lenkt alleine, er gibt alleine Gas. Oh mein Gott! Dann wirst du jetzt sehen, wenn die Kurve kommt. Okay. Oh wow. Vertrau dem Auto. Oh Gott! Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Scheiße, ist das. Oh mein Gott! Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, das kann doch nicht sein. Ich könnte jetzt essen, ich könnte. Ist jetzt telefonieren, theoretisch? Nein. Also in Deutschland ist es tatsächlich noch so, dass du aufgefordert wirst, alle 1-2 Minuten das Lenkrad anzufassen. Wirst du auch gleich merken. Alter Schwede, ist das heftig, Leute. Aber ich komme gerade echt nicht drauf klar. Du kannst das Lenkrad loslassen. Und jetzt zeigt das dir an, jetzt musst du es kurz festhalten. Okay. Genau, und jetzt könntest du es wieder loslassen. Krass, oder? Das ist, ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist zu krass, Mann. Das ist einfach. Ey, da, wenn ich so 2,5 Stunden nach Berlin fahre. Ey, das ist echt unnormal, Leute. Das ist ja. Wie geht sowas? Und der checkt auch jetzt das vor mir an. Ja, der Thomas, guckt sich das mal an. Ja. Also bist natürlich trotzdem verpflichtet, weiterhin aufmerksam im Straßenverkehr teilzunehmen. Ja, natürlich. So, siehst du jetzt genau. Und das war's schon. Somit checkt er eigentlich nur, aha, meine Fahrerin ist noch da. So, jetzt siehst du den LKW? Ja. Keine Angst, er bremst automatisch ab. Oh mein Gott! Das ist so krass, ich kann einfach nicht drauf klar, Leute, ich kann es nicht glauben. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Das ist, ey, Nancy, das ist doch nicht normal, Mann. So, wenn du jetzt Fahrsteuerwechsel machen willst, das kann er auch alleine. Das heißt, du setzt einmal nur den Blinker nach links. Okay. Hinten ist er gerade frei. Lenkrad kurz festhalten. Oh, Scheiße! Und Blinker wieder aus. Oh mein Gott! Blinker aus. Oh mein Gott! Ich durfte das fahren, danke schön. Oh, das ist ein Erlebnis, das werde ich niemals vergessen. Besser kann es gar nicht sein. Ich habe heute die Theorie bestanden. Okay, 6 Fehlerpunkte, aber mein Gott, läuft, Leute, läuft. Jetzt ist meine Prüfung vorbei, meine Praxisprüfung habe ich auch bestanden. Und ja, es war anstrengend, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es hat so geholfen. Ich hätte mir das echt nicht anders vorstellen können. Danke, Fischer Academy. Ihr habt mir meinen Führerschein ermöglicht.